schwimmende Hotspots. Was verbirgt sich dahinter? Na, diese Hotspots sind ja so Registrierungszentren für Geflüchtete, die jetzt in Griechenland und in Italien entstanden sind. Hintergrund ist, dass den beiden Ländern vorgeworfen wird, das Dublin-Verfahren nicht einzuhalten, also wonach die ankommenden Geflüchteten ihre Fingerabdrücke abgeben müssen, Gesichtsbild abgeben müssen, um dann ins Asylverfahren zu gehen, und zwar in dem Land, wo sie angekommen sind. Also bekanntlich benachteiligt das ja die Länder an den Außengrenzen der EU, also insbesondere Griechenland und Italien. Und Italien wurde vorgeworfen, noch letztes Jahr mindestens die Hälfte der Geflüchteten nicht ordentlich zu registrieren, die dann weiterreisen und in anderen Mitgliedstaaten dann den Asylantrag stellen. Und mit der Registrierung will man halt erreichen, dass in dem Fall, wenn die weiterreisen, die dann halt zurückgeschoben werden können, nach Italien dann beispielsweise. Heißt letztlich, ein komplettes Asylverfahren soll dann im Mittelmeer auf schwimmenden Inseln stattfinden? Ja, der Vorschlag ist jetzt, der kam zuerst vom italienischen Innenminister schon im April und ist jetzt von der niederländischen Ratspräsidentschaft im letzten Monat dann nochmal aufgegriffen worden und nochmal in so einem Papier niedergeschrieben worden. Das hätte halt den Vorteil, also sie begründen das interessanterweise mit Seenotrettung, kann man sich erstmal gar nicht richtig vorstellen, wie sie das eigentlich meinen. Sie sagen, die Boote, die Flüchtlinge retten, aufnehmen im Mittelmeer, müssten dann nicht umständlich zu einem italienischen Hafen zurückfahren, um die dann von Bord gehen zu lassen dort, sondern man könnte die quasi an den Hotspots auf hoher See quasi von Bord gehen lassen und dann seien die Boote wieder bereit, Flüchtlinge zu retten. Ich würde das allerdings so interpretieren, dass es um eine quasi neue Stufe der Migrationskontrolle geht, also dass man auf jeden Fall sicher gehen will, dass niemand von Bord geht, ohne die biometrischen Daten abgegeben zu haben. Und Flüchtlinge, bei denen dann entschieden wird, dass die EU sie nicht aufnehmen will, die würden dann direkt vom Mittelmeer aus wieder abgeschoben? Das muss man mal sehen. Also im Moment glaube ich das nicht. Aber die Situation oder die Debatte spitzt sich auch immer mehr zu. Und es könnte durchaus auch sein, dass wenn dann beispielsweise, so wie ja in Deutschland auch gerade die Debatte ist, sichere Herkunftsstaaten definiert werden wie Tunesien, Marokko oder Algerien und man dann gut mit den dortigen Behörden zusammenarbeitet, dass sie dann direkt vielleicht von dort, also wenn eben gesagt wird, dass sie pauschal keinen Anspruch auf Asyl haben, von dort dann eben nicht nach Italien an Land gebracht werden, sondern eben meinetwegen nach Tunesien oder sowas. Im Moment ist das nicht in der Diskussion, aber ich habe den Eindruck, dass also im Zuge dieser Militarisierung des Mittelmeers und im Zuge dieser Abschottungspolitik war das schon was, woran ich als erstes denken musste. Wie hoch ist denn die Gefahr, dass solche schwimmenden Hotspots wirklich Realität werden? Also ich glaube, dass das ein ernst gemeinter Vorschlag ist und ich glaube auch, dass das geprüft wird. Also es ist ja auch so, dass ein schwimmendes Ausbildungscamp entstehen soll auf dem Mittelmeer und zwar für die libysche Küstenwache. Es gibt ja diese verschiedenen Initiativen, die die Küstenwache bzw. den gesamten Sicherheitsapparat in Libyen zu reorganisieren. Und da man im Moment kein Mandat hat, auf libyschem Hoheitsgebiet tätig zu werden, also an Land, hat man sich jetzt ausgedacht, dann kann man die Ausbildung ja auf einem Kriegsschiff machen. Und ich vermute mal, das wird ein italienischer Flugzeugträger. Also Italien führt diese EU-Mission auf dem Mittelmeer an. Und das Flaggschiff ist ein italienischer Flugzeugträger. Und ich vermute, dort wird dann, ja, also so haben die das auch selber genannt, ein schwimmendes Ausbildungscamp errichtet. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt zur Zusammenarbeit mit Libyen. Die Küstenwache soll ausgebildet und aufgerüstet werden. Jetzt ist ja Libyen weiterhin ein Land, wo viel Chaos herrscht. Was lässt sich denn zur Lage für Flüchtlinge derzeit in Libyen sagen? Naja, ich bin ja selber nicht dort und lese nur die Berichte, aber immer wieder gibt es längere Reports von Amnesty beispielsweise, anderen Organisationen, dass die Flüchtlinge übelst, also quasi an unterster Stufe der Gesellschaft stehen, übelst behandelt werden von
bewaffneten Banden auf dem Weg durch das Land überfallen, ausgeraubt werden, horrende Summen bezahlen müssen, um ein Boot zu kriegen. Diese Boote dann teilweise, also so, ich glaube auch, dass diese Berichte stimmen, dass die mit nicht genug Benzin dann, also wir kennen ja die Geschichten alle und wir kennen die Bilder alle. Und dazu kommt, dass die Behörden daran natürlich auch einen Anteil haben. Also erstmal sagt Frontex sogar selber, dass der gesamte Schmuggelbusiness, Menschen, also diese, was so als Schleusungskriminalität bezeichnet wird, in den Händen von Militärs und Polizisten ist oder aber ehemaligen Angehörigen von Sicherheitsbehörden. Also dieser ganze Apparat scheint da sehr rein verstrickt zu sein. Und mit dieser Küstenwache, die offensichtlich eben von diesem Business profitiert, will man jetzt eben zusammenarbeiten. Und dann ist es so, dass wenn die Geflüchteten aufgegriffen werden, also manchmal in libyschen Hoheitsgewässern von Küstenwachbooten beispielsweise und dann zurückgebracht werden, sagt sogar selber die Bundesregierung, dass sie dann in Haft in Gefängnissen untergebracht sind unter übelsten Bedingungen, wo es auch zu Folter, Misshandlungen und Todesfällen kommt. Immer mehr Überfahrten sollen nun auch von Ägypten aus starten und wenig erstaunlich, auch mit dieser Militärdiktatur arbeitet man zur Flüchtlingsabwehr natürlich gerne zusammen. Wie sieht hier die Zusammenarbeit derzeit aus? Ja, Ägypten ist in den Statistiken, die zum Beispiel von Frontex veröffentlicht werden, auf Platz 3 der Überfahrten in die Europäische Union. Also die meisten Menschen setzen aus der Türkei, aus Libyen über oder eben aus Ägypten. Und das passiert so, das haben in letzter Zeit auch ein paar Zeitungen berichtet, also von Journalisten, die wohl vor Ort waren, dass in der Nähe von Alexandria eben Boote ablegen Richtung Italien. Das sollen angeblich größere Schiffe sein, also nicht so Schlauchboote. Eine Zeitung hat berichtet, die würden dann quasi vor der italienischen Küste in kleineren Booten dann ausgesetzt. Dieses EU-Papier, von dem du vorhin gesprochen hast, da steht wiederum drin, dass Schiffe von Alexandria der Nähe ablegen würden, die libysche Küste entlangfahren würden, also weil die Sicherheitslage in Libyen so prekär sei, würde man nicht quasi von Libyen starten wollen und die Migrantinnen und Migranten dann so regelrecht einsammeln würde an der Küste. Ich kann das jetzt nicht wirklich bestätigen, ob das tatsächlich so läuft, aber von den Zahlen her ist ja Ägypten einfach gerade so ein Schlüsselland auch für Migration. Da ist natürlich die Sorge groß, da wollen natürlich dann die Sicherheitsbehörden der Europäischen Union auch versuchen, dann mit ICC zusammenzuarbeiten, um dieses Phänomen zu stoppen. Das ist jetzt ganz interessant, weil Italien hatte ja, gab es ja große Verwerfungen, ihr hattet da ja auch mehrmals darüber berichtet, über den Fall Giulio Regeni, der italienische Student, der bestialisch ermordet wurde in Ägypten, mutmaßlich unter Beteiligung von Sicherheitsbehörden. Die Ermittlungen verliefen schleppend und Italien hat jetzt Sanktionen damals auch angedroht. Und das italienische Parlament hat kürzlich erst einen Deal gestoppt, woraufhin jetzt die ägyptische Regierung gesagt hat, ja, das werden wir kontern. Also wir werden uns da, wir werden das zu beantworten wissen und hat Migration ins Spiel gebracht und hat gesagt, dass man jetzt die Migrationsabkommen mit Italien überdenken müsse, also wo Flüchtlinge jetzt quasi so zum Spielball werden. Auch interessant ist, dass Sigmar Gabriel, der Vizekanzler, im April in Ägypten gewesen ist. Das war das, wo er Sisi als beeindruckenden Präsidenten bezeichnete. Und in dem Zusammenhang hat er gesagt, dass Deutschland auch bereit sei, Ägypten beim Grenzschutz zu helfen. Das war noch nicht ausdefiniert. Wir haben dann auch mal nachgefragt. Die Bundesregierung hat gesagt, ja, das Angebot steht, aber die ägyptische Regierung hat noch nicht konkretisiert, welche Hilfe sie sich jetzt erhoffen. Ist nicht ganz klar, Grenzschutz ist so ein Oberbegriff. Also das kann Grenzkontrolle bedeuten, das kann auch Grenzüberwachung bedeuten. Der Unterschied wäre Grenzkontrolle, das macht die Bundespolizei sehr gerne, so Ausbildungsprojekte an Flughäfen, Dokumentensicherheit, beispielsweise biometrische Einführung, biometrische Reisepässe etc. Sowas kann das sein. Es kann aber auch so wie in Tunesien sein, Grenzüberwachung, also dass die Grenze selber aufgerüstet wird. Das würde dann wahrscheinlich eher die Landgrenze zu Libyen betreffen. Und da kommt dann wieder die Außenpolitik, Geopolitik ins Spiel.
weil in Libyen gerade der Bürgerkrieg im Gange ist und die ägyptische Regierung eine Partei unterstützt und die EU die andere Partei. Also da ist auf jeden Fall viel los. Du hast die Sanktionen seitens Italien gegenüber Ägypten angesprochen. Ich glaube auch, dass Ersatzteile für den F-16-Kampfjet, dass diese Lieferung gestoppt wurde. Dieses Verhalten jetzt von Italien zeigt das, dass es also doch Chancen gibt, dass man auf Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, in vielleicht auch dann in Libyen etc. auch mal reagiert oder doch eher nur, wenn es blöderweise, wie im Fall des italienischen Studenten, auch mal einen Europäer getroffen hat? Ich glaube Letzteres. Also das Verhalten der Bundesregierung ist wirklich, wirklich krass. Also die haben im Prinzip alles ignoriert, was in den letzten 2 Jahren an Menschenrechtsverletzungen gelaufen ist. Also ignoriert kann man nicht wirklich sagen. Sie sagen, sie nehmen diese Berichte zur Kenntnis, tragen das der ägyptischen Regierung auch immer wieder vor. Aber nichtsdestotrotz werden alle möglichen Abkommen verhandelt. Es wird weiterhin ein Polizeiabkommen verhandelt, was unterschriftsreif scheint, an dem auch der ägyptische Geheimdienst beteiligt ist. Dieses Abkommen wird schon seit Jahren verhandelt und das war ausgesetzt worden, als dann Mursi an der Macht war, wegen der Menschenrechtsverletzung. Und jetzt hat man das aber munter eben wieder aufgenommen und sieht überhaupt keinen Grund, das irgendwie zurückzuziehen. Deswegen war ich auch ganz erstaunt über die italienische Seite, also wie dieser Fall Giulio Regeni dann für viel Verstimmung gesorgt hat und schließlich zu diesen F-16-Ersatzteile, die dann der Export nicht genehmigt wurde. Das Einzige, was Deutschland scheinbar im Moment in petto hat, es gibt so eine zugesagte Hilfe für Ägypten von, also so ein Hilfsfonds von, ich glaube, 170 Millionen Euro. Und der ist daran gekoppelt, dass die politischen Stiftungen wieder zugelassen werden. Also die, soweit ich weiß, inzwischen alle Stiftungen, also die parteinahen deutschen Stiftungen mussten ihre Büros schließen in Ägypten. Und das sieht man natürlich hier nicht gerne. Und diese Hilfszusage ist, soweit ich weiß, eben an die Wiedereröffnung der Büros gekoppelt. Abschließend, kürzlich hat sich jemand für legale Fluchtwege ausgesprochen, von dem man das erstmal nicht erwartet. Frontex-Chef Fabrice Leggeri wünscht sich mehr legale Wege zur Einreise. Zeigt das, dass ein Umdenken in Richtung mehr Seenotrettung, legale Fluchtwege und weniger Abwehr doch vielleicht auch möglich ist? Mich hat das Statement auch überrascht, aber ich glaube nicht, dass sich da wirklich viel ändern wird. Also das sagt ja auch die Europäische Union, die, also die Kommission, der Rat in allen Papieren, dass wenn jetzt die sogenannte Migrationskrise angegangen werden muss, dass es zum einen die Bekämpfung irregulärer, also dort heißt es dann immer illegale Migration, bekämpft werden muss und gleichzeitig mehr legale Einreisewege geschaffen werden. Das bedeutet aber nicht, so wie es die migrationssolidarischen Kampagnen fordern, Fähren auf dem Mittelmeer oder lasst die Leute ins Flugzeug steigen, damit sie nicht in die Boote steigen müssen. Also das meint das Statement von Leggeri nicht. Also eher leider weiterhin pessimistische Aussichten. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin. Mit ihm sprachen wir über die jüngsten Auswüchse der Migrationsabwehr, die nun schwimmende Hotspots im Mittelmeer vorsieht.